Hey, es grüßt dich bei der Nadja. Ich möchte dir etwas ein bisschen hinterfragen heute wegen dem Geld. Willst du wirklich mehr Geld? Willst du wirklich reich sein? Ist das dein größtes, höchstes Ziel? Dann überleg dir doch mal, warum möchtest du das? Warum möchte ich reich sein? Warum möchte ich viel Geld haben? Du kannst auch zu Hause brainstormen mit deiner Familie, mit deinem Partner, dass ihr überlegt, warum kommt immer der Satz, ja, wenn ich mehr Geld hätte. Ja, wenn ich nur mehr Geld hätte. Ich will einfach mehr Geld und so. Was würdest du denn mit diesem Geld kaufen? Oder was würdest du mit diesem Geld tun? Wenn du weißt, was dich glücklich macht, wenn du wirklich weißt, was du gerne tust, wenn du weißt, du könntest den ganzen Tag lesen und Geld kommt automatisch rein, würdest du dann den ganzen Tag lesen? Was würdest du machen? Denn oftmals, diese Wünsche kosten kaum Geld. Das meiste, was wir wollen, ist nämlich Zeit. Wir wollen mehr Zeit haben, wir wollen mehr Raum haben, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit, wir wollen vielleicht reisen, wir wollen... All diese Dinge können wir auch tun, wenn wir nicht wahnsinnig reich sind, wenn wir einfach ein gutes Einkommen haben oder ein Einkommen, das uns das bezahlen kann. Daher überleg mal, was wäre dein Wunsch? Wie sollte dein Alltag aussehen? Wann wärst du richtig glücklich oder wann bist du, in welchen Zuständen bist du glücklich? Und dann überlegst du dir, wie viel Geld brauchst du, um diesen Alltag auch leben zu können. Und dann siehst du, dass du gar nicht mal so viel Geld brauchst. Wenn du das beginnst auszurechnen, auch wenn du sagst, ich will einen Rolls-Royce, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Ja, okay, wir nehmen lieber einen Ferrari. Ferrari, Lamborghini, die neueste Villa und alles und so. Dann überleg mal, warum willst du das? Was erschafft dir das? Gibt es dir mehr Ruhe, mehr Freiheit? Gibt es dir ein Prestige? Geht es um deine Selbstverwirklichung? Warum willst du? Frage immer wieder meine 3 oder 5 Mal Warum-Frage. Warum will ich das? Warum ein Haus? Warum, warum, warum? Und umso tiefer du da reingehst, umso besser lernst du dich kennen. Und am Schluss ist es meistens, sind es nicht Dinge, die viel Geld kosten. Es ist unglaublich, aber ist einfach so. Wir meinen, wir möchten dies haben, aber schlussendlich ist es gar nicht das. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, der Mann, der da draußen am Fischen ist, auf einem kleinen Boot, und dann kommt ein anderer und sagt, ja, aber ja, vergrößere das Ganze halt. Stell einen ein, der die Fische macht und bla 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 bla. Kennst du bestimmt diese Geschichte. Und am Ende fragt dann der Fischer, ja, und dann habe ich ein großes Unternehmen und bin reich. Und dann fragt er, ja, was würde ich dann machen? Ich würde den ganzen Tag fischen. Er wäre wieder wie vorher. Und vorher, es reicht ihm, 2, 3 Fische zu fangen, zu überleben, und es hat ihm Freude gemacht. Er braucht nicht mehr. Wir brauchen nicht den zusätzlichen Stress, nur weil wir meinen, wir könnten dann unser Glück kaufen. Ist es nicht. Ich sage nicht, dass ich das kann. Ich bin auf dem Weg dazu. Daher auch diese Schulungen, Wiederholungen, diese Videos, auch zum immer wieder sagen, hey, mach nicht weiter, überlege, was du wirklich willst. Überlege, in welchen Momenten du glücklich bist. Und dann hast du viel weniger Stress, viel weniger Druck. Und du musst nämlich gar nicht so viel verdienen. Du verdienst wahrscheinlich schon genügend, um dieses Leben zu erschaffen, das du dir eigentlich wünschst. Also konzentriere dich immer auf deine Lebensqualität, auf das, was dir passt. Jeder Mensch ist anders. Lass dich da nicht reinschieben, nur weil der andere gerne in einem Altbau wohnt und du gerne in einer modernen Wohnung. Da muss man natürlich Kompromisse finden, aber du musst das zuerst auch wissen. Was ist mir wichtig? Tue ich gerne renovieren oder mache ich das nicht gerne? Lieber weniger, dafür habe ich Zeit für anderes, aber dafür hat der andere gerne die Freizeitbeschäftigung mit dem Renovieren. Es sind ganz andere Ansichten, wenn man weiß, was einem wirklich gut tut. Und dann weißt du, was dein Lebensstil kostet, welcher Typ du bist. Manchmal schade, gell, dass man nicht 2 Wochen, viele denken sich, ja, wenn ich da in dieser Villa wohnen würde oder wenn ich dieses Luxusleben hätte, wenn man vielleicht mal 2, 3 Wochen da leben würde, würde man auch die Schattenseiten sehen. Denn auch diese Häuser, auch diese Wohnsituationen haben negative Seiten. Die siehst du natürlich jetzt nicht, weil du nur die andere Seite siehst. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, wenn du Bekannte hast oder Menschen kennst, die so wohnen, sprich sie an, frag sie. Die haben vielleicht Angst, die haben Überwachungskameras, die brauchen Hunde, bei jedem Geräusch sind sie sich nicht sicher.
dann funktioniert das wieder nicht, dann geht die Alarmanlage los, dann wird das Auto gestohlen. Ach, unglaublich, das sind ganz andere Dinge. Also du hast dann vielleicht den Frieden auch nicht, du bist berühmt, du kannst dich nicht bewegen, kaum gehst du auf die Straße, erkennt man dich. Das findest du vielleicht lustig, weil du nicht berühmt bist, aber wenn du das dann wirklich bist, dann ist deine Freiheit nichts mehr wert. Dann kannst du doch so viel Geld haben, aber jedes Mal, wenn du irgendwo hin willst zu deinem Lieblingsitaliener, dann hast du einfach deine Ruhe nicht mehr. Also bleib wirklich bei dir und überleg dir, was dir wirklich Spaß macht. Überlege und rechne aus, was dein Lebensstil kostet. Und dann kannst du dich nämlich meistens jetzt schon sehr, sehr glücklich schätzen und sagen, boah, cool, ich habe ein Leben, das mir gefällt. Und wenn es noch nicht ganz so ist, dann kannst du dich auf den Weg machen und das jetzt anpassen. Schritt für Schritt einfach in diese Richtung, die dir gefällt. Und der nächste Schritt wäre schön, wenn du bei mir in der Facebook-Gruppe Erfolgreich im Alltag reinkommst. Ich probiere fast täglich dort ein Live zu machen, ein bisschen aus dem Alltag zu erzählen. Beispiele, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Einfach viel persönlicher Ebene. Daher ist es auch eine private Facebook-Gruppe. Also ich freue mich. Bis dann. Tschüss.